Das nun folgende Match ist ein Tag-Team-Match und es geht um die NEW World Tag-Team Championship. Titelmatchzeit hier bei Hochexplosiv. Milos, ich bin begeistert. Wir haben anscheinend einen neuen Hauptsponsor gefunden. Weil es ist ein Tic-Tac-Titelmatch. Tic-Tac, wie kommst du da drauf? Hat doch unser Ringsprecher gerade gesagt. Ich meine, also, du hörst Sachen. Die NEW Tag Team Champions. Sie stammen aus Österreich. Mit einem Gesamtgewicht von 185 Kilogramm. Hier sind Tornado, Torpedo, Team Turbulence. Da sind sie, die amtierenden, die frisch gebackenen, die nagelneuen NEW World Tag Team Champions. Tommy Torpedo und Tommy Tornado haben die Titel gewonnen an einem hart umkämpften und mindestens genauso kontroversen NEW Tag Team Titelmatch, in einem Triple Tag Team Titelmatch bei NEW Snake Pit im Vormonat. Aber Tobi, hast du vorhin gerade nicht zugehört? Es ist nur noch Torpedo und Tornado. Seit wann das denn? Seit jetzt. Gehen uns die Vornamen aus oder was? Nein. Aber Team Turbulence hat mich gebeten, das so auch nochmal klarzustellen. Sie wollen nicht mehr. Ja, es gibt so viele Tommys und Sie wollen einfach herausstechen. Es ist doch richtig so. Sie sind ein herausstechendes Team und das wollen sie auch zeigen. Sie sind einfach ein Torpedo und ein Tornado. Sie sind Team Turbulence und darauf kommt es. Also, du weißt, was passiert, wenn merkwürdige Dinge in Tornados aufgesogen werden. Da wurde schon eine ganze Filmreihe draus gemacht. Damals waren es Haie. Ja. Aber wie Jesus schon sagte, es gibt Dinge, die fasse ich nicht mal mit der Beißzange an. Wer hat das gesagt? Jesus. Seit wann das denn? South Park. Also so einen Scheiß gucke ich nicht. Ja, dann hast du was verpasst. Ich gucke anspruchsvolle Sachen. Ninja Warrior zum Beispiel. Der Monsieur Ninja Warrior? Ja, einmal im Monat diese begnadeten Männerkörper, das reicht mir nicht. Das hast du sehr schön gesagt. Begnadete Männerkörper, das sind wirklich... Nein, es lässt sich nicht leugnen. Team Turbulence verdient. Richtig. Absolut verdient. Müssen wir nicht drüber streiten. Genau. NEW Tag Team, unterschlagen Sie mal, NEW World Tag Team Champions, die sich letzten Monat gegen Party Patrol und TKO und Fast Time Mudo durchgesetzt haben. In einem wirklich gigantischen Match. Alter, was ist denn heute los? Richtige Freude. Ja, ich brech auch gleich. Sie stammen, woher sie auch immer wollen, und aus Astor. Mit einem Gesamtgewicht von gewaltigen 400 Kilogramm. Sie sind Cyanide und Demolition Davy. Das Abrisskommando ist im Haus, würde ich 400 sagen. 400 Kilogramm Nebengewicht, das ist 10-mal Andreas Lynch. Wow, gut gerechnet. Ja, so schnell den Kopf überschlagen. Demolition Davis und Cyanide treten hier an. Das schwerste Tag Team ja zumindest Europas, wenn nicht sogar der Welt. Aber ich muss sagen, Ich weiß nicht, was ich zu diesem Match sagen soll. Das sind zwei Teams, die wirklich unglaublich sind. Allein, wie du gesagt hast, Demolition Davis und Cyanide, 400 Kilo. Ich will die Leistung und das Talent von Team Turbulence wirklich nicht kleinreden. Aber das wird ein kurzes Match. Da widerspreche ich dir. Ich glaube, das wird einfach ein gigantisches Match. Team Turbulence muss die NEW World Tag Team Championship verteidigen gegen mal so ein paar Sparringspartner hier.
Cyan Knight und Demolition Davis. Liebe Fans im Rocket Beans Chat, der eindeutige Beweis, wir haben zwei von der Sorte. Und ich mag beide. Und sie riechen. Vorhin, jetzt beschwerst du dich schon wieder über Gerüche. Ja. Hat er recht. Ja, gebt doch jetzt die Gürtel mal her. Ihr müsst nur gewinnen, dann kriegt er sie wieder. Ja. Mein Gott. Wir haben doch keine Zeit, wir haben doch noch was vor heute. Ach. Ach stimmt, du willst ja zu McDonald's. Ja, ja. Und wir haben dann noch hier so Table Sliders Candlesticks, kommt dann noch. Hier, Baumarktkommando. Der war flach. Das sollte kein Witz sein. Tommy Tornado hat, also das größte Talent von Tommy Tornado nach dem Wrestling ist, sich mit den Fans in der ersten Reihe anzulegen. Liebe Fans, wenn ihr euch auch mal mit Wrestlern anlegen wollt, www.nw-wrestling.de, holt euch die Tickets für Internet Wars am 1. Dezember. Ach, es wird ein grausamer Tod. Weißt du, was mein Problem ist? Ich mag alle vier. Was stimmt denn mit dir nicht? Also, kannst du sagen, was du willst, aber ich fühle mich bereits bestens unterhalten. Ja, aber ist ja auch Sports Entertainment, darf man nicht vergessen hier. Aber das ist irgendwie so, als würde zweimal Bud Spencer gegen zweimal Terence Hill antreten. Aua! Oi. Aua! Schultergelenke sind bereits auch berührt. Aua, ja. Ja, Cyan Knight hier mit einem klaren Statement. Wer wird denn hier gewinnen? Ja, jetzt wollen sie natürlich Cyan Knight und Davis, die zwei jungen Burschen, schnappen. Oh, und Team Turbulence hier mit Baseball Slide, Dropkicks durch die Seile gegen Demolition Davis und Cyan Knight. Aber das geht nicht gut. Da werden sie gleich mal wieder in den Ring, ja, geworfen fast. Es geht um die NEW World Tag Team Championship in diesem Titelmatch hier heute Abend bei Hochexplosiv. Und was? Ja, das ist doch, muss man sagen, schlau gemacht von Team Turbulence, dass sie dem erstmal entgehen wollten. Ja, die Fans sind da anderer Meinung. Ja, die verstehen das nicht. Und wenn wir was aus der deutschen Geschichte gelernt haben, dann, dass wir nicht mehr die Klappe halten, wenn ein Österreicher uns anbrüllt. Ja, da muss ich dir sogar recht geben. Ja. Oder eine Schweizer Lesbe. Aber das hat jetzt hiermit nichts zu tun. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Ordnung in diesem Tag-Team-Titelmatch. Demolition Davis und Tornado sind die aktiven Männer im Ring. Egal, was Tornado jetzt kommt, jetzt wird hässlich. Ja. Glück gehabt. Da hat sich Tornado noch aus der Ecke retten können, aber rennt gleich in den Ellbogen von Demolition Davis auf dem zweiten Seil. Was ist das denn? Sunset Was Clip. Zur Hölle? Kommt in den Dropkick. Ja, nee. Cover nur bis eins von. Darf ich jetzt echt nicht mehr Tommy sagen? Nein. Ja. Es ist nur noch Tornado. Also ich habe da kein offizielles Memo bekommen. Wow! Das! Black Hole Slam Cover nur bis zwei, das hätte schon gewesen sein können. Unglaublich, also das ist wirklich das Match verspricht, was es angekündigt hat. Ja, das Match verspricht, was Demolition Davis gerade hält. Ja, natürlich. Es ist ja auch das Tag-Team-Titelmatch. Ja, und Tornado will gegen Cyan Knight antreten. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich glaube schon. Aber die Fans im Chat freuen sich. Cyan Knight ist zum ersten Mal offiziell in diesem Tag Team Titelmatch eingewechselt. Und das ist natürlich jetzt dieser Vorteil, den die
Die Hobbys, die Turbulenten, die, ich weiß ja nicht mehr, wie ich sie nennen darf. Torpedo und Tornado, also Team Turbulence. Ja, die beiden auf jeden Fall definitiv haben, ist der Schnelligkeitsvorteil. Und jetzt versucht hier Tornado. Sehr schön. Versuche mir gerade die Tommys hier abzugewöhnen. Oh, oh. Oh, oh. Diese Hand. Oh, oh. Oh. Ich wundere, dass der Kopf noch dran ist. Alter, wurde immer fast abgerissen. Oh. Publikum fordert One More Time und Cyanide erfüllt Wünsche hier. Ja, sind wir denn beim Wunschkonzert oder was? Nee. Die Fans kriegen, was sie verdient haben. Und das ist bestes, feinstes Wrestling. Da gebe ich dir recht. Och Gott. Hier. Also ich weiß nicht, ob ich... Ich bin zwiegespalten. Ich mag Tornado, aber mit... Ja, das wollte ich gerade sagen. Ganz böse Idee. Doppel-Jumpflap! Ich wollte sagen, das war ein Fehler. Also ich provoziere auch, wenn ich ein Lebendgewicht von 90 Kilo habe, keine zwei Leute, die zusammen 400 Kilo wiegen. Oh, da hätte der Cannonball kommen sollen von Demolition Davis, aber Torpedo war's. Rutscht da nochmal aus dem Ring. Es ist noch schwer, die beiden auseinanderzuhalten, wenn ich den Vornamen nicht mehr sagen darf. Ja, aber der war doch gleich. Ja, trotzdem. Crossbody von Tornado hier gegen Demolition Davis. Und auf der anderen Seite Torpedo auf dem Top Rope. Oi, oi, oi. Clevere Aktion. Wunderschön, wunderschön. Aber das hat auch bei beiden etwas Spuren hinterlassen. Cover nur bis zwei. Demolition Davis kommt raus. Wir sehen das hier nochmal im Replay. Wahnsinn. Wunderschöne Zeitlupe. Also Schlaganfall. Ja. Heute hauen wir aber mit den Special Effects um uns hier. Doch, ist ja auch hochexplosiv. Acht. Ja, wusste nicht, dass wir noch was in der Kaffeekasse haben. Lieber Pascal Siegner, man könnte jetzt auch mal anzählen in dieser Situation. Oh, das hätte er. Ja, aber jetzt können natürlich Torpedo. Ich hasse es, das zuzugeben, aber das war intelligent gemacht von Team Turbulence. Und das ist das, was Team Turbulence auszeichnet. Sie sind einfach das, ja, beste Tag-Team. Ugh. Ja, nur weil du nicht so einen schönen Körper hast. Aber ich habe eine wohlklingende Stimme. Da gibt es andere Meinungen. Nein, gibt es nicht. Na gut, ausnahmsweise. Danke. Bitte. Oh, da wird Demolition Davis mit der Schulter voraus in den Ringpfosten befördert. Ich weiß nicht, ob er da nochmal rauskommt. Doppel-Team-Aktion von Team Turbulence. Wunderschön. Das ist das, was ich sage. Team Turbulence, das ja fast perfekte Tag-Team. Sie sind klasse aufeinander eingestimmt. Sie kennen sich. Sie sind wirklich ein unglaublich tolles Team. Ja, und sie müssen hier alles Menschenmögliche versuchen, um ihre NEW World Tag-Team-Titel zu behalten. Gegen das Team Masse, sage ich mal. Und klasse. Waren deren Worte? Ja, also. Und ja, nein, aber das. Meine Güte. Was für ein Suplex, was für eine Kraftdemonstration von Demolition Davis, aber das hat ihn einiges gekostet. Wie ein geschätzter Sportkommentator-Kollege sagen würde, das hat Körner gekostet, du. Tja, aber. Hörst du ja, die Fans stehen hinter Demolition Davis, die fordern den Botschafter des Hasses. Und Cyanides Arschbacke ist bildschirmfüllend, das haben wir jetzt auch gesehen. Ja, hallo. Wie gesagt, wir haben zwei von dieser Sorte und die sind nun einmal massiv. Wir brauchen ein super Breitbild, bitte. Ist das dann 18 zu 9? Oh, oh. Oh, ja, verdammt nochmal. Dropkick einfach mal von Cyanide gegen Team Turbulence. Es ist immer wieder bemerkenswert, wie dieser Kerl, der alleine 200 Kilo wiegt, sich bewegen kann. Und was ist jetzt? Jetzt schickt er Demolition Davis aufs Top Rope. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Was zur Hölle wird das? Freunde, das ist nicht der Main Event. Wir brauchen den Ring noch. Wir brauchen den Ring noch. Nein. Also jetzt... Seid ihr völlig bescheuert?
Demolition! Oh, Scheiße! Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Aber die gute Nachricht, liebe Fans, der Ring ist noch ganz. Und jetzt will Tornado hier wieder. Oh, Tiefschlag gegen Cyanide. Das ging direkt in die Crown Jewels. Cover 1, 2, nein! Ja, da hat Demolition Davis dieses Cover gerade noch unterbrochen. Guck dir. Boah! So blöd musste erst mal sein, in der heutigen politischen Zeit ein Event in Saudi-Arabien zu machen. Aber das. Oh! Jetzt hat seine beide. Oh! Was? Hitched. Oh, Demolition Davis auf dem Apron. Schick Tornado da in die Seile. Was kommt jetzt? Cover 1, 2, 3, neue Tag Team Champions! Und hier sind die Sieger und damit neue NEW World Tag Team Champions Cyanide und Demolition Davis! Also, unglaubliches Match. Also, Wahnsinn, was das Match gebracht hat. Also, so viel Action von diesen zwei Monstern. Riesen unglaublich. Also, verdientermaßen neue Tag Team, World Tag Team Champions. Das diskutiert Team Turbulence noch mit Pascal Siegner, aber das war eindeutig der Three Count. Cyanide und Demolition Davis sind unsere neuen NEW World Tag Team Champions. Zum zweiten Mal in einem Monat wechselt der Titel. Und wieder stürzt sein Haus ein. Ja. Aber du musst auch noch eins sagen. Cyanide ist bereits zum zweiten Mal Tag Team Champion. Ich hab gerade kurz in meinem Hirn interner Heat gekramt. Er ist jetzt zweifacher NEW World Tag Team Champion. World Heavyweight Champion war er auch schon. Also er steuert so auf den Grand Slam Titel hin. Wahnsinn. Also was für ein Match. Ich bin begeistert. Erstes Titelmatch des Abends. Erster Titelwechsel des Abends. Wir sind gespannt, was hier noch passiert heute Abend. It's time to get in gear. Mit diesen Klamotten macht ihr garantiert nichts falsch. Holt euch die offiziellen T-Shirts von New European Championship Wrestling im NEW Fanshop. Klickt rein und kleidet euch ein auf www.new-wrestling.de/shop. So, Milosch überlegt gerade, warum er und Mike Heller sich so verdammt ähnlich sehen. Und wir blicken auf zwei Matches, die es heute bei Hochexplosiv 8 auf Rocket Beans TV nicht in voller Länge ins Programm geschafft haben. Zunächst werde da das Aufeinandertreffen von Mark Empire und Wolf. Die beiden bekommen es heute miteinander zu tun. Mark Empire hat er bereits im letzten Monat bewiesen, gegen Tommy Blue Eyes, dass er eine Kraft ist, mit der zu rechnen ist. Und das bemerkt auch Wolf sehr früh in diesem Match. Er kann sich zwar immer wieder zurückkämpfen, aber Mark Empire behält die Oberhand in diesem Kampf. Es folgt der Full Nelson Slam, gefolgt vom Diving Headbutt. Und Mark Empire gewinnt auch dieses Singles-Match für sich. Im zweiten zusammengefassten Match bekommen die Fans im NEW Hotspot Tag Team Action serviert. Die Party Patrol, Jani und Falk, bekommen es mit Shizu, Rick Stalwart und Hans von Krupp zu tun. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit Gunnar Krupp. Zwar zeigt das Team Shizu und von Krupp, dass mit ihm nicht zu spaßen ist und besonders Hans von Krupp einen nicht zu unterschätzenden Gewichtsvorteil hat, aber die Party Patrol sorgt für richtig Stimmung und dreht im Hotspot auf. Der Snapshot folgt gegen Hans von Krupp und da bricht der beste Kruppstahl. Dieses Match entscheidet die Party Patrol für sich. Gleich geht's weiter mit der Wrestling-Action hier auf Rocket Beans TV. Mein
Meine Reise hier im Wrestling-Business hat 2011 begonnen mit der Ausbildung hier bei The Right Stuff Pro Wrestling School. Wenn ihr die Leidenschaft zum Wrestling habt und das trainieren wollt, the right place is the right stuff. Überragende Trainer, überragendes Training, doch die Stimmung ist immer überragend. Es ist echt erstaunlich zu sehen, wie ich mich verändert habe. Jedes Training in der Right Stuff Pro Wrestling School schafft es, mich an meine Grenzen zu bringen. Das Repertoire von Alex hat mir geholfen, gegen Ex-WWE-Stars wie Tatanka zu bestehen. Es ist harte Arbeit, aber es macht verdammt nochmal Spaß. Ich habe gemerkt, dass man eigentlich auf der ganzen Welt mithalten kann, war auch schon bei der WWE. Do you have what it takes? Ja, Milosch, weiter geht's mit Hochexplosiv. Ach, die Krim-Krise ist da. Er stammt aus Russland, ist 1,81 Meter groß und wiegt 105 Kilogramm. Er ist Juri Kramer. Ja, wir hatten halt scheinbar ein paar Special Effects übrig. Anders kann du hast ich die Fahne auch gesehen? Ja, ja. Okay. Ich habe die Fahne auch gesehen. Also normalerweise bewege ich nur deine Fahne, aber die habe ich jetzt gesehen. Ja. Immerhin, das war die richtige. Ja, ja, es war die richtige. Schönen Gruß an die Grafikabteilung. Ja, das hat mit der Grafikabteilung nichts zu tun. Ich meine nicht die, aber... Also die andere. Ja, ja, wir haben zwei Grafikabteilungen. Ich meine die russische. Ja. Ach, die, ja, ja. Ja. Ja, die Begeisterung der Fans im NEW Hotspot hält sich ob der Gegenwart von Juri Kramer sehr stark in Grenzen. Wir können mal gucken, ob sich das mit der nächsten Person ändert. Ich komme mit diesem neuen Timing des Ringsprechers noch nicht klar. Ich vergesse mal, dass wir jetzt was sagen müssen und dann sagt er wieder was und dann... Er stammt aus der Ukraine. Was? Genau das. 1,96 Meter groß und wiegt 100 Kilo. Hier kommt Stanilo Orlov. Ich verstehe es nicht. Also man hat mir nichts gesagt. Wenn wir Geld übrig hätten, hätte ich gerne auch mal welches bekommen. Keine Ahnung. Egal. Hey, das ist für die Fans. Das ist hochexplosiv. Ja, ja. Ach, Milos, die Fans in der Halle sehen das nicht. Das sehen nur wir hier auf unserem Screen. Wenn ja, wir und die, die den Stream sehen, die auf Video VOD und unsere treuen Fans bei Rocket Beans TV, die sehen das auch. Wenn wir jetzt nicht auf unseren Monitor hier gucken sollen. Ich wollte doch noch was sagen. Ja, zu spät. Ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt nicht auf den Monitor hier gucken, sondern direkt live in den Ring, der ja auch vor uns steht, dann sehen wir diese Special Effects auch nicht. Ja, aber trotzdem. Aber das so. Siehst du, Juri Kramer legt gleich los wie die Lokomotive. Ja, der hat was dagegen, wenn ich was erzähle. Juri Kramer gegen Danilo Orlov. Oh, das ist eben... Folge 18, möchte ich sagen. Was, willst du etwa sagen, dass du es leid bist? Oh... Danilo Orlov kommt da sehr schnell wieder auf die Beine. Die Athletik dieses 2-Meter-Mannes ist jedes Mal sensationell und absolut, ja, haut mich absolut von den Socken. Muss ich dir leider zustimmen, denn was diese Hühne da macht, ist schon wirklich erstaunlich. Hast du Hühnchen gesagt? Hühne. Hühne, das war mein Fehler. Ja, ich gehe schon auf die 40 zu, es wird langsam schlimm. Oh! Also, oh, okay. Ich finde immer so diese Ansätze vom Capoeira, was Danilo Orlov da mit reinbringt. Auch eine Kampfkunst, die er ja beherrscht. Ach, wirklich? Ja, ja. Wow! Verdammt! Was war das denn? Also, es ist... Also du merkst, selbst die Fans Juri können Kramer, das gerade nicht so richtig einordnen. Juri Kramer fordert hier ein Timeout, aber das gibt's nicht bei uns. Und fährt da den Ellbogen aus gegen Danilo Orlov. Juri Kramer auf dem zweiten Seil hat sich da ablenken lassen von den Fans und stürzt nach draußen. Also hat sich da bei aller Antipathie, die ich gegen ihn verspüre, hoffentlich nichts getan. Wir wünschen hier ja keinem was Böses.
Und Danilo Orlov hier mit einer Show-Einlage zum 9. Geburtstag der NEW. Ja, also die Windmill kann er. Ja, das sollte ein Luftangriff werden. Und da kommt er! Scheiße, also. Verzögerter Luftangriff von der Ukraine. Mensch, wenn das doch in der Realität auch möglich wäre. Aber hier ist die Zeitlupe davon. Wunderschöner Sprung. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wie er da auf Juri Gromov gekracht ist. Was passiert denn jetzt? Jetzt bekommen die Fans hier Schwierigkeiten. Die Fans werden angewiesen, hier die Plätze zu räumen. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Alle Bierflaschen, alle Bierkrüge bitte mitnehmen. Das ist hier kein False Count Anywhere Match. Das möchte ich nur mal dazu sagen. Ansatz zum Katapult gegen den Ringpfosten. Und das hat weh getan. Schöne Aktion von Juri Gromov. Schöne Aktion, muss man sagen. Man muss ihn nicht mögen, aber technisch ist er doch versiert. Legt sich da mit Gunnar Krupp an, der da in der ersten Reihe sitzt. Unser Freund von, ja, Rocket Beans ist er ja eigentlich offiziell nicht mehr. Unser Freund vom NDR, wenn ich das mal sagen darf. Aha. Ja, ja. Sieh, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Wie? Hat man Hausaufgaben? Ja. Echt? Ja. Genau. Deswegen fällt es immer durch. Und da hält sich Juri Gromov am Referee fest und gibt einen Eselstritt gegen Danilo Orlov. Minutes to Midnight. Meine Güte. Dass Danilo Orlov da nicht ausgenockt ist, das überrascht mich ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat dieser Minutes Einschlag... Minutes to Midnight. Cover. Hey, da sind die Füße auf dem Seil. Aber das hat der Referee sogar gesehen. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt legt sich Juri Gromov hier mit dem Offiziellen an. Da muss er aufpassen. Ist da wirklich kurz vor der Disqualifikation. Danilo Orlov kämpft sich zurück. Es ist die größte Show des Jahres. Es ist NEW hochexplosiv. Und da will jeder zeigen, was er auf dem Kasten hat. Und das ist... Da rennt aber in den Big Boot von Juri Gromov rein. Juri auf dem Top Rope. Rast. Cover hinterher. Aber nur bis zwei. Das ist auch schwierig, Danilo Orlov richtig zu covern, weil der hat ja so eine enorme Spannweite, sage ich mal, aufgrund seiner Körperlänge. Da musst du ja aufpassen, dass der nicht vorne und hinten unterm Seil liegt. Das ist richtig, aber... Was macht Juri Gromov jetzt? Ja, er macht das, was die meisten Russen leider öfter haben, einen Höhenflug. Aber die Ukraine geht dazwischen. Danilo Orlov, Ansatz zum Superplex. Nee, da kann Juri Gromov dagegen halten. Oh, da hat er sich gerade noch aushalten können. Oh! Nur bis zwei, das sollte, glaube ich, so eine Art Guillotine-Leg-Drop oder sowas in der Richtung werden. Wurde dann mehr ein Kick oder, ja. Aber egal, wie effektiv und doch ein Cover bis zwei durchziehen können. Ja, ich wollte gerade sagen, wie dem auch sei, Körperteil in Fresse, tut weh. Ja, das ist richtig, aber dafür sind wir auch hier. Ja. Schöner Kick von Juri Gromov gegen Danilo Orlov, nur bis zwei. Naja, das muss man schon sagen, das war etwas sehr kokettiert gepinnt. Bist du dir sicher, dass du kokettiert in dem Kontext richtig verwendet hast? Ja. Mal Gunnar Krupp fragen, der hat ein Buch geschrieben. Dass der ein Buch geschrieben hat, sagt doch auch nichts. Spielst du jetzt auf irgendwas an? Nein. Okay. Ich doch nicht. Sonst rechne ich ab mit dir. Und zwar wahnsinnig. Das war jetzt Schleichwerbung. Ja. Guck dir das an! Wahnsinn! Was war das denn? Also. Handstand, Head Scissor, Top Rope, keine Ahnung, ich bin völlig überfordert. Cover, 1, 2, Feierabend, nein. Oh, Wahnsinn, also. Russland kommt raus, leider nicht aus der EU. Oder wie war das? Die waren noch nie in der EU. Ja, die wollen ja rein, oder? Ach, keine Ahnung, mir doch egal. Guck dir das nochmal an, also. Wahnsinn. Oh, heilige Scheiße. Wunderschön gemacht und da fällt Juri Gromov auf diese Nacken- und Schulterpartie. Das hat richtig wehgetan. Ja. Oh, das... Und jetzt ist da richtig Dampf hinter den Schlägen von Danilo Orlov. Der schickt Juri Gromov in die Seile.
Reversal Shoulder Tackle. Unglaublich. Aber das muss man sagen, diese Aktion, die hat Danilo Orlov wirklich gut geholfen. Und da ist er jetzt wieder, ja, oben auf. Aua. Oh, also da slammt er wirklich Yuri Glomov. Ja, mit Nachhaltigkeit in den Ringboden. Ach, wir produzieren mit Nachhaltigkeit hier, das ist ja schön. Ja, natürlich. Oh, oh, gemacht. Wow, jetzt dachte ich, das war's. Unglaublich, also das war ja mal eine Aktion. Das war mein Gag. Ja, vielleicht hat er dich gehört. Ich sollte hier echt leiser kommentieren, habe ich das Gefühl. Danilo Orlov, Ansatz zum Swinging Side Slam, hat aber nicht geklappt. Yuri Glomov geht in die Ringe. Crossbody abgefangen. Und jetzt kommt er, der Swinging Side Slam. Ansatz zum. Oh! Split Leg Moonsault! Wahnsinn, aber jetzt soll er. Cover 1, 2, 3. Unglaublich. Und hier ist der Sieger, Danilo Orlov. Mit dem Split Leg Moonsault gewinnt Danilo Orlov dieses Singles Match gegen Yuri Glomov. Liebe Fans, ihr habt es in der Einblendung gesehen, den kompletten Event, hochexklusiv, auch ungeschnitten, ungekürzt, mit allen nicht gezeigten Matches auf nw-wrestling.de/VOD. Aber ich muss dir zustimmen. Das war wirklich unglaublich. Also das war ein Match. Und das war noch lange nicht alles heute. Und wieder die Windmill. Oh, was kommt jetzt? Yuri Glomov mit dem Stuhl. Ui. Attackiert da Danilo Orlov. Ja. Und da geht keiner dazwischen. Das darf doch nicht wahr sein. Er ist doch sonst auch so. Geht auch keiner dazwischen, wenn Russland angreift. Oh. Da muss doch jetzt mal einer was tun. Yuri Glomov schlägt da mit dem Stuhl auf Danilo Orlov ein. Ach. Nein, das ist. Ach komm, nee. Nee, nee. Das geht nicht. Da muss sogar jetzt, ich sagen, das wird langsam. Gott sei Dank. Da kommen jetzt die Offiziellen, gehen dazwischen. Kommen sie alle drei. Jetzt beruhigen sich hier mal die Gemüter wieder. Referee checkt da Danilo Orlov. Jetzt wollte ich gerade eigentlich noch sagen, wir sind jetzt in der heißen Phase von hochexplosiv angekommen, aber da hat jetzt Yuri Glomov noch mal ganz eiskalt zugeschlagen. Hm. Der Vergleich gefällt mir. Ja, ich bin gut. Ich mache das öfter hier. Kommen Sie öfters hierher? Ja. Und ich bin mir sicher, diese Attacke wird Folgen haben. Ich befürchte auch. So, ja. Man muss Yuri Glomov nicht mögen, aber nach dieser Aktion hat er auch keine Sympathiepunkte mehr. Liebe Fans auf Rocket Beans, gehen wir noch mal kurz in die Werbung und dann gibt's gleich Main Events der Extraklasse. Shoshi gegen Aziz Alamant und das TLK-Match um die World Heavyweight Championship. Bis gleich.